Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir in einem ganz kleinen, schnellen Tutorial einmal Handlettering mit Regenbogenfarben machen. Dafür brauchst du ja zunächst einmal ein Stück Papier oder eben dein Bullet Journal. Dann den Micron Fineliner für ein paar Schatten später. Den weißen Edding. Und natürlich die Friction Highlighter. Ja, und dann kann es auch eigentlich schon losgehen. Du kannst natürlich jedes beliebige Wort schreiben. Das ist ganz egal. Ich habe jetzt mal den Oktober genommen, weil wir gerade Oktober haben. Aber das ist wirklich ganz beliebig. Und ich überlege gerade, ob ich das erst einmal mit Bleistift vorzeichne. Aber es kommt schnell der Gedanke auf, dass das eine dumme Idee ist. Ich habe das jetzt mal ganz bewusst nicht rausgeschnitten, weil viele wahrscheinlich auf denselben Gedanken kommen, weil könnte ja ordentlicher werden oder wie auch immer. Problem ist, du hast dann den Bleistift mit drin, ne? Und du kannst dann das Ganze nicht mehr ändern und auch nicht wegradieren. So nehme ich jetzt einfach nur die Friction Highlighter und wann immer ich das ansetze, bleibt so ein kleiner Farbkleck, so eine Farbnase übrig und die benutze ich dann, um das Ganze ja, zu verschmieren. Das kann ich hier mit dem Finger machen, das kann ich natürlich auch mit einem Pinsel machen, ja, also da kannst du auch wieder noch ganz anders vorgehen. Ich habe das jetzt mal als kleine Bastelei sozusagen, als kleines Lettering gesehen. So, und dann nehme ich den Friction Highlighter und mit dem füge ich noch ein paar Schatten hinzu. Auch hier kann man wahrscheinlich noch ein paar mehr hinzufügen. Ich habe das jetzt mal so dabei gelassen, weil ich mit dem Edding noch ein paar Highlights setzen wollte und das wird mir dann irgendwie alles zu viel, ne? Also hier noch so ein paar Punkte rein, beziehungsweise Striche und dann habe ich, wie ich finde, doch einen richtig schönen Oktober gezeichnet. Du kannst es natürlich komplett anders machen, andere Wörter nehmen, dann sieht das auch ganz anders aus. Das bleibt dir überlassen. Ja, ich hoffe mal, dir hat mein Mini-Tutorial gefallen und du lässt uns einen Daumen nach oben da, vielleicht auch ein Abo und klickst die kleine Glocke an, damit du, wann immer wir ein neues Video posten, benachrichtigt wirst oder du hinterlässt mir einen Kommentar, wie du das so findest. Würde mich freuen, von dir zu hören und auch dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, tschüss!